Willkommen zurück zu One Piece Pirate Very. Es kann passieren, dass im Hintergrund ab und zu mal was zum Bohren gehört wird. Das war kein Deutsch. Es kann passieren, dass ihr ab und zu mal ein Bohren hört. Das letzte Mal hatte ich mit Nami da die dritte Episode gespielt, glaube ich. War das die dritte? Ja. Das war Alabaster und habe mit ihr dann Alabaster gerettet. Nun geht es weiter auf Enies Lobby. Das brauchen wir auch nicht 100 Mal anzuschauen. So. Ich bin gespannt, wie bei ihr die Karte aufgebaut ist. Ob das auch so ähnlich wie bei Zoro aufgebaut ist oder nicht. Es sieht aber danach so aus. Nun ist die Frage, wo ist genau Bruno? Auf welcher Seite befindet er sich? Mein Gott. Da. So. Der ist auf der anderen Seite, wa? Aber wo ist Chopper? Es wäre auch mal angebracht, wenn sie mir mal zeigen würden, wo sich Chopper befindet. Hä? Also kann er doch nur auf der anderen Seite dort sein, wo ich gerade war, also zuerst. Ja, lauf doch! Oh!
Ich helfe mal den, die da unten. Aber ohne Witz, wo ist Chopper? Habe ich ihn vielleicht doch übersehen? Der ist doch hier! Nummer 1 ist down. Wieso haben die alle so ein Visier? Noch einer ist übrig. Wenn ich mich recht erinnere, kommen doch jetzt die Boten, wa? これでも食らいなさい。残念。新機動よ。トルネードテンモン。隠れた。俺のスーパーな力でどうにか突破口をこじ開けねえと。 Nun ist die Frage, wo befindet sich jetzt Frankie? Ich
So. Wenig. Jedes Mal dieser komische Kamerawinkel. Wir sind jetzt hier? Übrigens ist mir aufgefallen, dass Thor nicht dabei ist. Ihr baut mir die Animation nicht zu zeigen. Ich brauche unbedingt eine Heilung. Was war das denn? Ja! Seit der wehrlos ist, wenn sie nicht mal reagiert, kann ich auch nicht mal da weggehen. Ich finde, wenn man jemanden angreift, dann sollten die im Moment nicht angreifen können, plötzlich. Alter! Hahaha, ihr seid ja sehr lustig. Oh, Alter. Geht mir jetzt hier nicht alle auf die Nerven. Ha, klar. Ich bin ein Chance,
Oh, Alter. Dann sind die ja immer noch auf der Karte. Ganz ehrlich, wie soll man das mit Nami schaffen? Man hat hier im Grunde quasi keine Chance. Alter! Wollen die mich hier zum Weißblut bringen? Nur Chance hat man hier. Toll! Jetzt haut doch mal alle ab! Ich kann nur noch so schnell speichern und mit etwas Glück schaffe ich es noch so. Aber dennoch, haben Sie mal überlegt, was Sie da gemacht haben? Hallo, ich spiele Nami. Ja, ja, klar. Wenigstens habe ich ein bisschen Heilung bekommen. Seh nix und beweg dich. Ich verstehe es manchmal nicht, wenn ich ausweiche. Ja, ey, komm jetzt, gib mir keinen Scheiß. Ich hasse das einfach.
Hallo, hau da ab! Und reagiere gefälligst. Hallo! Aber wie ich auch festgestellt habe, es scheint auch noch... Ich raste hier bald aus. Das sagt schon, dass Eki und Bruno auch schon besiegt wurden. Okay, Bruno kann ich mir schon vorstellen, denn ich glaube, ich war in der Nähe. Aber das wenigstens auch schon. Oh, das war echt eine sehr nervige Folge. Aber trotzdem S-Rang? Boah, Alter. Nee, es war aber wirklich schon extrem nervig gewesen. Vor allem dann noch dauernd den ganzen Spam von denen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die ausweichen und so alles, aber... Wenn die dann ausweichen, wenn ich den Moment... Also dann, Mann, also wenn die dann ausweichen, dann sollen sie den Moment nicht ausweichen plötzlich können, wenn ich die angreife. Oder wenn die plötzlich dann auch einen Gegenschlag machen können. Sowas finde ich extrem lächerlich. Nun guck mal, ich kann plötzlich auch nicht ausweichen, wenn die mich angreifen. Und dann noch, dass sie mich angeblich manchmal getroffen haben. Gut, vielleicht haben sie mich manchmal getroffen, aber trotzdem. Es war nervig und lächerlich. Aber naja, das nächste Mal sind wir bei Barati. Hallo? Ich wollte gerade sagen, hä? Okay, das heißt, Nami hat nur 6 Episoden. Und zwar auf der Sabaody-Archip. Dann bedanke ich mich, dass ihr ein bisschen zugesehen habt und dann bis zum nächsten Mal bei Namis letzte Episode. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.